Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal um Weiterbildungsmöglichkeiten in der Energiewirtschaft gehen. Letztens habe ich ja schon mal ein Video veröffentlicht zur Jobperspektive des Sachwalters oder der Sachwalterin in der Energiewirtschaft. Also was macht man da, bei wem arbeitet man da und wie kommt man überhaupt an so einen Job heran? Heute soll es mal darum gehen, wenn man schon in so einem Job ist, wie kann man sich da eigentlich weiterbilden? Das wird natürlich eine mehrteilige Videoserie, weil einerseits kann man sich auch selbst mit Recherchen weiterbilden, andererseits gibt es sowas wie den Energiefachwirt, darum soll es heute gehen, und dann gibt es natürlich noch weitere Fernstudiumsmöglichkeiten oder auch richtige Hochschulstudiengänge, die sich rund um die Energiewirtschaft da positionieren. Aber heute soll es eben, wie gesagt, ganz konkret um den Energiefachwirt gehen. Der Energiefachwirt ist schlussendlich ein kaufmännischer Meistertitel, der sich auf die Energiewirtschaft bezieht. Der wird schlussendlich von der IHK vergeben, also von der Industrie- und Handelskammer, und wird auch von denen geprüft. Die Ausbildung dafür wird allerdings von verschiedensten Bildungsträgern angeboten. Ich selbst habe den Energiefachwirt von 2014 bis 2016 gemacht, und zwar direkt bei der IHK, und zwar hier in Ostthüringen, die IHK in Gera. Die hatte damals den Energiefachwirt angeboten als ein, ja, berufsbegleitendes Modul, was immer freitags und samstags, und zwar dreimal im Monat stattgefunden hat über diese 2 Jahre hinweg. Das waren insgesamt 700 Unterrichtsstunden. Und das könnt ihr euch schon mal so als ja ungefähr über den Daumen gepeilt die Menge an Unterrichtsstunden oder an Aufwand vorstellen, die ihr in den Energiefachwirt stecken müsstet. 700 Stunden. Wenn ihr das komplett als Fernstudium macht und dann natürlich nach eurer Geschwindigkeit durch das Material durchgeht, kann das schneller gehen, kann das langsamer gehen, aber ungefähr diese 700 Stunden Aufwand sind mit dem Energiefachwirt verbunden. Der Energiefachwirt ist schlussendlich ja ein Fachwirt. Das ist, wie gesagt, ein kaufmännischer Meistertitel, der im deutschen Qualifikationsrahmen auf Stufe 6 steht und damit mit so den typischen Betriebswirten oder eben auch mit einem Bachelor-Hochschulabschluss gleich zu setzen ist, zumindest nach diesem Qualifikationsrahmen. Das heißt aber auch, dass der Fachwirt durchaus eine Hochschulzugangsberechtigung ist. Jetzt seht ihr schon, okay, ich sage, der ist einiges wert. Ist er denn inhaltlich das Ganze wert? Worum geht es denn eigentlich beim Energiefachwirt? Der ist schlussendlich zweigeteilt in einerseits den ganz normalen wirtschaftsbezogenen Teil und dann noch in den handlungsspezifischen Teil. In der wirtschaftsbezogenen Qualifikation geht es schlussendlich um VWL und BWL, es geht ums Rechnungswesen, es geht um Recht und Steuern und es geht um Unternehmensführung. Das sind erstmal ganz allgemeine wirtschaftsbezogene Qualifikationen. Dann gibt es für jedes dieser 4 Fächer eine Abschlussprüfung. Das ist eine schriftliche Prüfung, die von der IHK abgenommen wurde. Das könnt ihr euch genauso wie eben auch bei Abschlussprüfungen in der Schule vorstellen oder bei einem richtigen Studium. Das ist einfach eine richtige Klausur, die man mehrere Stunden lang bearbeitet und eben schriftlich beantwortet. Danach kommt man in den handlungsspezifischen Teil und der ist eben tatsächlich energiewirtschaftlich. Da gibt es dann einerseits den Bereich Rahmenbedingungen der Energiewirtschaft. Und das ist tatsächlich eine richtige Einführung in die tieferliegenden Hintergründe der Energiewirtschaft, also Begriffsbestimmungen, was sind so Energiekennzahlen und wie ist das Ganze eigentlich grundsätzlich mal so aufgebaut, was sind Energieformen und so weiter. Dann geht es weiter mit Energierecht und Politik. Da geht es also zum Beispiel um die Historie, um den Wettbewerb, um eben die grundlegenden Hintergründe dessen, wie die Energiewirtschaft so aufgebaut ist. Dann gibt es außerdem Energiemarketing und Vertrieb. Da geht es natürlich darum, wie ist so eigentlich grundsätzlich das Produktportfolio zu verstehen, wie werden Verträge abgeschlossen, was sind so die Hintergründe, wie man ein Unternehmen erfolgreich positionieren kann in der Energiewirtschaft. Und schlussendlich gibt es das betriebsspezifische Management. Da geht es dann tatsächlich um ganz konkrete Abläufe in der Wertschöpfungskette und eben, ja, wie eben tatsächlich der Alltag in der Energiewirtschaft aussieht, in dem Unternehmen aussieht, was sich da positionieren muss. Und auch dafür gibt es schlussendlich wieder 4 schriftliche Prüfungen, die abgelegt werden. Das ist genauso eben eine Klausur. Und wenn man die alle bestanden hat, kommt man in die mündliche Abschlussprüfung. Und das ist dann tatsächlich so, dass man vor einem Prüfungsausschuss der IHK sitzt, da ist dann der eigene Dozent wahrscheinlich dabei und verschiedene unabhängige Prüfer und die stellen einem dann schlussendlich eine Aufgabe. In meinem Fall war das, stellen Sie sich vor, Sie sind verantwortlich für ein Stadtwerk, was nicht so gut gerade aufgestellt ist, eine Zukunftsidee mal aufzustellen. Wie würden Sie sich das vorstellen? Was würden Sie vorschlagen und warum würden Sie das tun und so weiter? Dann hat man eine halbe Stunde Zeit, das vorzubereiten und dann muss man das eben ein bisschen präsentieren.
Und ich habe das tatsächlich dann einfach so gemacht. Ich habe mir vorgestellt, okay, wie könnte man neue Kunden interessieren für ein Stadtwerk? Wie könnte man da auch neue Player und auch vielleicht neues Geld mit reinholen? Habe dann in die Richtung von Bürgerenergie das Ganze ein bisschen skizziert. Und das hat die Leute natürlich begeistert, weil das war eine ziemlich coole und neue und auch vielleicht ein bisschen andere Idee, als die anderen Prüflinge so normalerweise mitbringen würden. Und dementsprechend kam ich auch durch die mündliche Prüfung absolut easy durch und habe dann den Energiefachwirt als Zeugnis der IHK überreicht bekommen. Und das ist tatsächlich dann schon einiges wert, wenn man eben, wie gesagt, sich hierarchisch weiterentwickeln möchte in der Energiewirtschaft. Das ist eine super Qualifizierung, die man eben vorweisen kann. Aber wie vorhin schon mal gestellt, die Frage, was ist eigentlich so das, was ich inhaltlich mitgenommen habe? Und ich bin ja jemand, der sich sowieso schon immer tiefgreifend mit der Energiewirtschaft beschäftigt hat. Also habe ich jetzt nicht so unglaublich viel Neues gelernt. Die Erfahrungen unserer Dozenten waren super, die waren wirklich interessant, die waren praxisorientiert, das war richtig toll, aber inhaltlich habe ich persönlich wenig Neues mitgenommen. Das mag für jemanden, der ganz normal in der Energiewirtschaft reingekommen ist, sich da ein bisschen etabliert hat, wirklich anders sein. Von daher möchte ich gar nicht kleinreden, was man da alles lernt. Aber wenn man wirklich schon richtig tief drin ist und sich richtig tiefgreifend recherchiert und Marktanalysen anschaut und Studien sich anschaut und vielleicht sogar auf Konferenzen und Messen unterwegs ist, dann kann es sein, dass man da nicht allzu viel mitnimmt. Der Abschluss, das Zeugnis, das ist es allerdings vielleicht tatsächlich wirklich wert. Wie gesagt, das ist ein Meistertitel, ein kaufmännischer Meistertitel für die Energiewirtschaft. Preistechnisch ist es auf jeden Fall vierstellig, je nachdem, bei welchem Anbieter man sich das holt. So irgendwie zwischen 4.000 und 8.000 Euro sind das dann sicherlich. Aber es gibt Möglichkeiten, das Ganze über das Meister-BAföG auch fördern zu lassen und eventuell habt auch ihr einen Bildungsurlaubsanspruch in eurem Bundesland. Schlussendlich mein Fazit: Ich bereue es auf gar keinen Fall, dass ich den Energiefachwirt gemacht habe. Es war eine super Entscheidung. Ich habe da auf jeden Fall jede Menge mitnehmen können und mindestens eben, dass ich immer sagen kann, ich bin Energiefachwirt und es gibt dann keine Fragen mehr zur Qualifizierung oder zur Erfahrung, weil da gibt es natürlich einiges, was da mitschwingt, wenn man einen IHK-Abschluss hat. Habt ihr irgendwelche Fragen zum Energiefachwirt? Habt ihr selbst vor, vielleicht den Energiefachwirt mal zu absolvieren? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr den vielleicht sogar schon gemacht? Was sind eure Erfahrungen damit? Auch das bitte in die Kommentare schreiben. Hier stelle ich euch noch zwei weitere Videos zur Verfügung, die die Energiewirtschaft super zusammenfassen. Und ich bitte euch darum, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.